Nachdem ein Notruf über die Leitstelle eingegangen ist, wird die nächstgelegene Rettungswache alarmiert. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes findet zunächst eine Erstversorgung des Patienten vor Ort statt. Hierzu werden unter anderem die Vitalzeichen ermittelt und der Patient stabilisiert. Im Bedarfsfall wird auch ein Notarzt alarmiert und hinzugezogen. Dieser schaut zusätzlich anhand der vom Patienten oder den Angehörigen geschilderten Symptomen, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen. Der Notarzt entscheidet dann, welches Krankenhaus für die Behandlung des Patienten in Frage kommt und klärt die Aufnahme ab. Hallo, Hermanns, mein Name. Was haben wir denn hier? Genau. Wir haben hier den der gute Mann hat Probleme mit dem Herz, hat sich bei uns vorgestellt mit Kaltschweißigkeit, hat eine Unregelmäßigkeit im EKG, Verdacht entweder auf Vorhofflimmern, irgendwas in die Richtung, seitdem kaltschweißig, ansonsten vital stabil, neurologisch unauffällig. Sättigung, Puls ist alles im Rahmen, Druck ist auch im Rahmen, nur die Auffälligkeit, deshalb einmal dazugerufen. Okay, super, vielen Dank. Ja, hallo, mein Name ist Hermann, ich bin die Notärztin. Seit wann haben Sie denn das beklemmende Gefühl? Ja, schon die letzten Tage. Tage. Mit was hat es denn angefangen? Mit der Luftnot oder eher mit so einem Unwohlsein in der Brust? Beim Treppensteigen haben Sie das richtig gemerkt. Ja. Ich taste das schon, das Herz schlägt tatsächlich ein bisschen unregelmäßig. Ich höre auch einmal drauf, ja. War das denn vorher bekannt, dass das Herz unregelmäßig schlägt? Nein, eigentlich nicht. Das war nicht bekannt. Okay. Ist denn sonst in der Familie irgendwas am Herzen bekannt? Oder hatten Sie schon mal einen Herzinfarkt in der Vorgeschichte? Das nicht. Nein. Wie sieht es aus mit hohem Blutdruck? Ist das bei Ihnen bekannt? Ja, leichter. Leichter erhöhter Blutdruck ist bekannt. Sind da auch Tabletten gegen? Nein. Nein, nehmen Sie noch keine Medikamente ein. Okay. Hoher Blutzucker, das werden wir gleich nochmal testen. Ist das bei Ihnen bekannt? Nee. Habe ich noch nicht testen lassen. Aber war bisher nicht aufgefallen. Manchmal fällt das ja aus Versehen auf. Bisher nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, legen wir ihn nochmal den Zugang und dann können wir gleich den Blutzucker auch nochmal testen. Und dann würden wir Sie mitnehmen ins Krankenhaus, weil man da einfach ein bisschen genauer nach dem Herzen schauen kann. Das können wir hier vor Ort gar nicht machen. Ja? Okay, gut. Ihren Angehörigen sagen wir noch Bescheid, wo wir Sie hinbringen. Ja? Danke. Das wackelt ein bisschen. Sie fallen aber nicht, deswegen sind sie angeschnallt. Ach, die sind ja plötzlich hier. Am Zielkrankenhaus angekommen, findet in der zentralen Notaufnahme eine Triagierung des Patienten, also eine Einschätzung nach Dringlichkeit der Behandlung statt. Je nach Ergebnis dieser Ersteinschätzung und der individuellen Begebenheiten wird der Patient direkt zur Intensivstation gebracht. So, dann haben wir es jetzt auch schon fast geschafft. Am Zielort findet nun eine Übergabe an den diensthabenden Arzt statt. Hallo. Hallo.